Viele junge Menschen beschäftigt schon heute ihre Rente. Wie wollen Sie dafür sorgen, dass die Rente für unsere Generation gesichert wird? Immer weniger Berufstätige müssen immer mehr Renten finanzieren. Bereits heute bezuschusst der Bundeshaushalt mit 100 Milliarden pro Jahr das deutsche Rentensystem. Dass dieses System auf Dauer so nicht standhält, ist, glaube ich, klar. Insofern setzen wir uns dafür ein, dass die Rente auf mehreren Säulen aufgebaut wird, unter anderem durch eine gesetzliche Aktienrente. Wir sehen am Beispiel von Schweden, die das genauso machen, dass die durch risikoarme Anlagen, Fonds, die Rente stabilisiert bekommen und gleichzeitig das Risiko minimieren. Beim Thema Rente haben wir grundsätzlich zwei Punkte, die etwas differenzierter sind als bei den anderen Parteien. Zum einen das Thema Wohnung. Wir sprechen uns ganz klar für die Förderung von Wohneigentum aus, für das Konzept des Eigenheims. Denn wer ein Eigenheim in seinem Leben finanziert und abbezahlt hat, der hat auch eine Sicherheit im Alter. Das zweite Konzept, das ist das Thema der Automatisierungsgutschrift. Hier geht es darum, den Faktor Arbeit wieder ins Rentensystem zu überführen, sprich in Branchen, in denen früher viele hochbezahlte Fachkräfte tätig waren, in denen heute primär Maschinen aktiv sind, eine Gutschrift in Form einer Art Aktiendividende direkt in die deutsche Rentenversicherung zu überführen. Das hat den Vorteil, dass die individuellen Rentenkonten jedes Arbeitnehmers unabhängig vom Einkommen steigen und so bei Renteneintritt ein höheres Rentenniveau realisiert werden kann. Das ist die große Generationenfrage unserer Zeit. Wir wollen sichere Renten auch in den nächsten Jahrzehnten. Hierfür ist es wichtig, dass wir diese Herausforderungen angehen. Einerseits, glaube ich, müssen wir Rahmenbedingungen schaffen, dass man früher ins Berufsleben einsteigen kann. Und auf der anderen Seite wird die Frage auch aufkommen in den nächsten Jahren, ob das Renteneinstiegsalter erhöht werden muss, weil die Gesellschaft insgesamt aufgrund einer immer besser werdenden medizinischen Versorgung älter wird. Und mein Anspruch ist, dass wir ein Aufstiegsland sind, dass junge Leute die Möglichkeit haben, in der Gesellschaft sich zu etablieren, eine gute Berufsausbildung und entsprechende Etablierung im Beruf zu erfahren, damit man auch entsprechend private Vorsorge treffen kann und Vermögen aufbauen kann fürs Alter. Wir sichern das Rentenniveau bei 48% und wir werden Wege finden, es langfristig zu erhöhen. Das gesetzliche Rentensystem werden wir stärken, indem wir alle Erwerbstätigen mit einbeziehen. Also Selbstständige, freie Berufe, Beamtinnen und Beamte und auch Abgeordnete. Damit verbreitern wir die Einnahmebasis und sorgen für mehr Gerechtigkeit im System. Zusätzlich ist beispielsweise die Errichtung eines Staatsfonds nach skandinavischem Vorbild eine Option. Klar ist, ob wir in Deutschland Altersarmut haben oder nicht, das ist kein mathematischer Zwang, sondern politischer Wille. Die Diskussionen über die Anhebung des Rentenalters auf 70 sind unsozial, weil sie faktisch eine Rentenkürzung für die Menschen bedeuten würde, die nicht länger arbeiten können. Die Rente ist nicht sicher, vor allem nicht für junge Menschen. Ich bin ein Anhänger eines starken umlagefinanzierten Rentensystems. Dafür brauchen wir jedoch eine gesunde demografische Entwicklung, die wir zurzeit nicht haben. Wir brauchen mehr junge Menschen, die in der Lage sind, für die alten Menschen die Renten zu zahlen. Und irgendwann werden diese jungen Menschen selber alt und müssen Renten bekommen. Und sie haben deswegen ein Recht auf eine Rente. Das Problem ist nur, ohne eine aktivierende Familienpolitik, die sich zum Ziel setzt, dass mehr junge Menschen geboren werden, wird das nicht gehen. Wir müssen deswegen auch Menschen, die Kinder bekommen haben, bei der Rente viel stärker begünstigen, als es jetzt der Fall ist. Ein umlagefinanziertes Rentensystem ist dann krisenfest. Es hat sogar zwei Weltkriege überlebt. Gleichwohl wird es Jahre bis Jahrzehnte brauchen, bis wir es wieder auf die Beine gestellt haben. Und deswegen kann ich jungen Menschen nur empfehlen, Privataltersvorsorge zu betreiben. Ich tue das auch. Um die Rente zu sichern, da muss an verschiedenen Stellschrauben gedreht werden. Zum einen müssen prekäre Arbeitsbedingungen abgeschafft werden, denn nur armutsfeste Löhne führen auch zu einer auskömmlichen Rente. Neben der Einführung einer Grundrente wollen wir das Rentenniveau bei 48% auch halten. Das muss dort gesichert werden, auch wenn dann eben Zuschüsse aus dem Haushalt da reinfließen, denn anders wird es nicht funktionieren. Langfristig wollen wir die Grundrente zu einer Garantierente weiterentwickeln, in die alle einbezogen werden, also auch Selbstständige,
Abgeordnete oder auch Kulturschaffende, Freiberufler, dass wir wirklich alle in einem Rentensystem drin sind, in der Garantierente. Zusätzlich soll ein Bürgerinnenfonds das Umlagesystem ergänzen und dieser Fonds ist für alle, die nicht widersprechen und er soll politisch unabhängig und öffentlich verwaltet werden und sich an den ESG-Nachhaltigkeitskriterien orientieren.